Die Stadt lässt 637 Bäume im Waldpark Dresden-Blasewitz fällen. Das ist eine Pressemitteilung, ein Artikel aus den Dresdner Neuesten Nachrichten vom 8. Februar, ist also schon 10 Tage alt. In der Parkanlage Dresden-Waldpark Blasewitz sind zuletzt 637 Bäume gefällt worden, mehr als doppelt so viele wie zuvor von der Stadt angekündigt. Und wahrscheinlich ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Man sieht hier im Artikel ein Bild der gefällten Bäume. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, wie alt die Bäume jeweils sind. Besonders groß scheinen sie mir nicht zu sein. Aber wenn ich mir so angucke, was hier noch steht, dann ist es einfach mal der Schnitt. Dann wird es hier ein bisschen gefühlig mit irgendeinem Zettel. 74-jährige Blasewitzerin hat irgendwie eine kleine Fichte gefunden und einen Zettel dran gemacht, damit dieser Baum nicht gefällt wird. Und jetzt die nächste Unterüberschrift ist: Warum wurden so viele Bäume gefällt? Wer verantwortet das großflächige Abholzen im Waldpark Blasewitz? Fragt eine DNN-Leserin. 300 kranke Bäume sollten entnommen werden, zitiert die Leserin aus einer Pressemitteilung der Stadt. Aber es sind viel mehr gefallen und auch gesunde, die beim Stürzen alles mitreißen, was noch vorhanden ist. Anwohner und Besucher des Waldparkes sind irritiert und traurig. So, hier geht's weiter mit: Das beauftragte Unternehmen musste deutlich mehr als die im Sommer 2019 ermittelten Bäume fällen. Mit Stand 28. Januar 2020 wurden 637 Bäume gefällt, heißt es auf DNN-Anfrage aus dem Stadtamt für Stadtgrün. Die Stadtverwaltung widerspricht der Unterstellung, dass ge gesunde Bäume gefällt wurden und die betroffenen Bäume seien entweder bereits tot gewesen oder drohten abzusterben, weil sie schon stark mit Forstschädlingen befallen waren. Wie geht's weiter? Wer entscheidet über die Fällung? Ein geschulter Mitarbeiter der Verwaltung. Einzelfälle werden zur naturschutzfachlichen Beurteilung zurückgestellt. In Ausnahmefällen könne auch der Forstarbeiter vor Ort entscheiden. Da der Waldpark als Bestandteil des Stadtwaldes forstwirtschaftlich bearbeitet werde, wichtig, komme es bei Fellarbeiten in den jetzt stattfindenden Größenordnungen zu Schäden im Unterstand. Diese würden auch beim Absetzen mit Steigern entstehen, entgegnet das Amt für Stadtgrün auf den Vorwurf, dass durch das Fällen zusätzlich Schäden angerichtet wird. Dieser werde im Rahmen der Waldpflege in den Folgejahren ausgeglichen, verspricht die Stadtverwaltung. Und wie geht es jetzt im Waldpark weiter? Bliblablub, am Ende steht: Die Stadtverwaltung befürchtet, dass sich das Absterben, insbesondere der Kiefern, in diesem Jahr fortsetzen wird, denn die Bäume seien durch die heißen und trockenen Jahre stark beschädigt. Hier wird noch auf einen Artikel hingewiesen: Sommer 2019, so sehr hat die Hitze Dresdens Bäumen geschadet. Auch den habe ich geöffnet. Und, ja, viel Interessantes steht hier nicht mehr drin. Dann gucken wir mal weiter. Was steht in dem Artikel drin, der verlinkt wurde? So sehr hat die Hitze Dresdens Bäumen geschadet. Hier steht aus dem August 2019, das ist also mitten im Sommer 2019 gewesen: Bereits 400 Staudbäume sind dieses Jahr wegen des heißen und trockenen Wetters abgestorben. Besonders betroffen sind Buchen, Birken und Eichen. In dem Fall eben waren es Kiefern. Da mache ich mal kurz einen Switch. Kiefern. Was steht denn hier über den Waldpark Blasewitz? Seit dem Mittelalter sind linkselbisch von der heutigen Johannstadt bis Kleinschachwitz auf nährstoffarmen Schotterterrassen des Flusses natürliche Kiefernbestände dokumentiert. Eines dieser Waldstücke war das als Bauernbusch bewirtschaftete Blasewitzer Tännicht. Also, die Kiefern sind dort natürlich gewachsen auf den Schotterterrassen der nährstoffarmen oder nährstoffarmen Schotterterrassen an der Elbe. Natürlich gewachsen, es ist kein Nutzwald. Dieser Wald existiert insgesamt seit dem Mittelalter.
Man weiß also nicht, das sind jetzt 1000 Jahre her, wie alt die Bäume waren, die dort gefällt worden sind, ob sie schon kurz vorm Tod waren, warum auch immer, mit Klimawandel, ohne Klimawandel, mit Forstschädlingen, ohne Forstschädlinge. Punkt. Was hat's mit der Baumdichte auf sich? Hier stand was von flächendeckend drin. Ich habe gegoogelt, einer der ersten Treffer war unter dem Artikel Wikipedia Aufforstung. Bekannte Pflanzdichten liegen zwischen 400 Bäumen pro Hektar für einen Baumgarten und 1000 Bäumen pro Hektar für einen Nutzforst. In den Kiefernforsten der DDR waren auch Pflanzdichten von 10.000 Bäumen pro Hektar üblich. Jetzt wurden also 637 Bäume gefällt. Wenn man hier nachgeht, dass pro Hektar mindestens 400 Bäume wachsen, dann kann man locker davon ausgehen, dass also ein Hektar von insgesamt 23 Hektar, so wird es im Wikipedia-Artikel dargestellt, 23 Hektar, es ist also ungefähr ein 23stel, was jetzt gefällt wurde. Das sind ungefähr 2 bis 3 bis 4%. Ist nicht wenig, ist aber auch nicht die Masse. Ich habe meinen Themenstadtplan rausgesucht. Wo liegt denn der Waldpark Blasewitz? Hier ist die Neustadt, hier die Elbe, hier ist der Waldpark Blasewitz. Ich zoome ran. Das sind also hier laut Messung 24 Hektar. Irgendwas habe ich vielleicht nicht genau gemessen, vielleicht sind die Tennisanlagen rausgerechnet. Der Punkt ist, das sind 23 Hektar und ein kleiner Teil, ungefähr 2 bis 3%, 4%, 4%, 4%, mussten jetzt also gefällt werden, weil Forstschädlinge und die kamen wegen Trockenheit und so weiter. Und jetzt kann man sich hier auf dem im Themenstadtplan auch die Grundkarte auswählen. Ich gehe mal auf Orthofotos aktuell. Und dann sieht man hier also ein Luftbildfoto. Hier sieht man den Tennisplatz, hier sieht man weitere Tennisplätze. Es sieht recht dicht bewaldet aus. Ich gehe mal auf Orthofotos Sachsen. Und da sieht das Ganze doch wahnsinnig dicht bewaldet aus. Die Kronen sind geschlossen. Man kann ja noch den einen oder anderen Weg grob erkennen. Ich kann gerade nicht sagen, von wann das Foto tatsächlich ist. Es scheint mir aber eher Sommer zu sein. Und wenn ich auf das Aktuelle gehe, dann sieht mir das eher nach Winter oder Frühling aus, weil die Waldkronen doch sehr dünne sind. Also, ich gehe zurück zum Artikel. 637 Bäume werden als mehr oder minder großes Drama hingestellt. Es findet keine Einordnung in der DNN statt. Finde ich etwas mäßig. Es gibt darüber hinaus im Internetauftritt der Landeshauptstadt eine Seite, wo der Baumbestand der Landeshauptstadt dargestellt ist. Und hier finden wir also im Text, auf kommunalen Flächen gibt es einen Bestand von rund 104.000 Bäumen, davon 54.196 Straßenbäume, Stand 31.12.2018. Und 35.000 Bäume in Park- und Grünanlagen, dazu dürfte der Waldpark Blasewitz gehören, auf Spielplätzen und Flächen des Schulverwaltungsamtes sowie rund 15.000 Bäume an Gewässern zweiter Ordnung und auf sonstigen kommunalen Flächen. Neben den stark vertretenen typischen Straßenbaumarten wie Linde, Ahorn und Kastanie wachsen beispielsweise Ginkgo, Magnolie, Lederhülsenbaum und andere seltenere Baumarten in über 139 Arten und Sorten an den Straßen im Stadtgebiet. Man kann hier weiterhin sehen, dass es eine Straßenbaumbestandsentwicklung und Übersicht über die Baumarten gibt. Man kann sich die PDFs runterladen. Es sind beides Male Kreisdiagramme, die anzeigen, wie viele Bäume von welcher Art es gibt. Man kann sich hier schlau machen über eine Baumspende für den Fonds Stadtgrün. Ich hatte mal eine Presseanfrage gestellt, dabei kam raus, dass zwischen knapp 20 Jahre jedes Jahr rund
10.000 Euro von den Dresdner Bürgern und vielleicht auch von Gästen gespendet werden. Für 10.000 Euro im Jahr bekommt man 3 Straßenbäume gepflanzt. Da drin inbegriffen im Preis ist der Preis für den Baum von der Baumschule und natürlich für die Arbeiten. Man muss den Erdhaushub machen, man muss im Zweifelsfall noch was herrichten, wie eine Bewässerungsanlage und so weiter. Im Schnitt kostet jeder Straßenbaum in Dresden, der nicht auf einer Wiese gepflanzt wird, 3.500 Euro, Pi mal Daumen. Das heißt, die Dresdner spenden jedes Jahr 3 Bäume für ihre Stadt. Und da sage ich nur, Halleluja! Wie sollen da 637 Bäume im Waldpark Dresden-Blasewitz, die gefällt wurden, ersetzt werden, wenn die Dresdner insgesamt nur 3 Straßenbäume im Jahr finanzieren? Das einfach mal zur Einordnung. Ich wünsche viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse.